möchte meine Spinnenangst verlieren. Deine Spinnenangst genau. verlieren, ne? Ja. Okay. Ich habe dir jetzt gerade eine kleine Spinne gezeigt. Würdest du die Spinne jetzt mit einem Glas raussetzen können? Glaube ich nicht. Okay. Ich habe dir gesagt, da gibt es noch eine Tür und hinter dieser Tür ist höchstwahrscheinlich eine viel, viel größere Spinne. Willst du die jetzt mal sehen? Nee. Also, ich könnte sie dir jetzt zeigen, wenn du willst. Du willst sie nicht sehen. Okay. Ja. Kannst du dir vorstellen, diese Spinne nachher rauszusetzen mit einem Glas? Momentan nicht, nee. Momentan Nein. nicht. Okay, gut, dann wollen wir jetzt mal eine Hypnose machen. Ne? Ja, und ja. dann viel Spaß dabei. Ja, Nadine, sag doch mal bitte deine Angst von 1 bis 10, wenn du jetzt bei der Vorstellung, wenn du daran denkst, dass wir gleich hinter die Tür gucken, dort also eine viel, viel größere Spinne ist und du sie mit dem Glas raussetzen sollst, also das jetzt angenommen deine Aufgabe ist, wenn du das jetzt machen solltest, wie groß wäre denn deine Angst von 1 bis 10? Die ist schon, also bei 10. Bei 10, ne? Die ist bei 10, okay. Ja. Und würdest du das jetzt im Moment dir zutrauen, das zu machen? Nein. Nein. Warum nicht? Kannst du das nochmal kurz sagen? Nein, also komplett Angst, also ne? Okay. Ich merke, ja. Okay, nee. Also Angst vor den Spinnen sozusagen, ja. Richtig, ne? Ja. Okay, gut. Bist du bereit für eine Hypnose? Ja. Gut. Zufrieden. Und auch das Geräusch, was du hörst, das bringt dich tiefer und tiefer in diesen wunderschönen Zustand der entspannt. Ich war an dem Ort, wo mir das passiert ist. Ich weiß, ja, ich stand Krass. Vor meinem Elternhaus, war das gewesen, war genau in der Situation drin, wo der mir diese Spinne reingeschmissen hat. Ja, aber konnte auch ganz schnell das Bild einer lustigen Spinne herstellen. Okay, super. Ich fand das sehr okay, lustig, ja. Okay. No? Wie war die Hypnose für dich jetzt? Die war total angenehm entspannt. Ich war immer wieder mal an meinem Entspannungsort und ja, war super. Total okay. schön. Jetzt mal eine Frage an dich. Jetzt hast du die kleine Spinne gesehen, die da im Bad saß. Wie ist es jetzt von 1 bis 10 erstmal, wenn du an die denkst? Ist das jetzt, hast du Angst da jetzt irgendwie nee, der zu begegnen? Nee. Gar nicht. Gar nicht. Ist denn, hast du. Könntest du dir jetzt vorstellen, die auch vielleicht rauszusetzen so? Also mit einem Glas und einem und einer Karte? Ja. Das könntest du dir jetzt vorstellen. Ja. Ich glaube, du hast sie schon. Siehste? Hast nee, du wirklich? Nicht. Dann nimm mal die andere da. Ja. Okay. Nee, da ist sie ja. Da ist sie ja. Dann wieder abholen. Ne? Die hat jetzt ihr Zuhause. Genau. Dass man die Spinne sieht. Okay, vielleicht sieht man sie jetzt. Ja, man sieht sie jetzt da ein bisschen krabbeln. So. Du hast jetzt also, du bist jetzt quasi in den Raum gegangen, wo es eine größere Spinne gab und erinnerst du dich noch, was du vorher gesagt hast? Ja, dass ich dann hier reingehe, genau. Um gar keinen Preis gehst du da rein, hast du ja, gesagt, ne? Genau. Du bist jetzt reingegangen, richtig? Ja. Und du hast die Spinne rausgeholt, ja. Stimmt das? Ja. Wie hoch war denn da jetzt deine Angst von 1 bis 10, währenddessen das gemacht hast? Die war respektvoller als wie bei der Kleinen. Also ja, genau. So 2-3. 2-3, okay. 2-3 ist ein super, super normaler Bereich. Ja. Aber du hast jetzt, schau mal, du hast jetzt die Spinne im Glas, immer noch. Du hältst es gerade super aus. Und wie ist jetzt deine Angst von 1 bis 10? Momentan ist keine Angst. Erinner dich mal dran, was hast du vorher gesagt? Vor der Hypnose, was hast du da gesagt? 10. Also ging gar nicht. Also ich helfe dir mal auf die Sprünge, du hast gesagt,
Niemals setzt du eine Spinne mit einem Glas raus. Machst du nicht, ne? Hast du gesagt. Nein. Okay. Gut, dann setzt man die jetzt mal in die Freiheit. Ich komme gleich mit. Ja. Du hast die Spinne im Glas, richtig? Ja. Okay. Willst du sie mal in die Freiheit entlassen? Ja. Dann bitte. Okay, war jetzt irgendwie, wie war denn deine Angst von 1 bis 10 jetzt während der Zeit? Irgendwie, war da was keine da? Keine Angst da, nein. Keine Angst keine, da? Keine Angst da. Okay, also, gut. Vorher unvorstellbar für mich gewesen, überhaupt die in der Nähe nur meine Hand zu haben. Richtig, genau. Also ich war komplett überrascht von der Hypnose, dass ich so schnell die Angst vor Spinnen verloren habe. Ja, keine Berührungsängste in dem Sinne mehr da sind. Ja, wie lange hast du die jetzt gehabt, die Spinnenphobie, die Angst vor Spinnen? Über 30 Jahre. Über 30, seit 30 Jahren Spinnenphobie. Ja. Okay, super, ich gratuliere dir, Nadine. Danke. Du bist deine Spinnenphobie los. Ne? Das wird doch so bleiben für die nächsten 30 Jahre Minimum. Sehr gut.